Ich studiere Physik, weil ich wirklich die Welt und die Natur um uns herum verstehen möchte und nicht nur Fakten auswendig lernen möchte. Man lernt nichts auswendig. Man versucht einfach, die Sachen zu verstehen. Das finde ich immer noch krass bis jetzt, dass man die Natur mit Mathematik beschreiben bzw. sogar voraussagen kann. Im Physikstudium hast du viel mit Formeln zu tun. Das ist sicher nicht jedermanns Sache, aber es lohnt sich. Formeln sind das Handwerkszeug, mit dem du die Grundfragen der Natur erforschen kannst. Du willst herausfinden, warum die Sterne leuchten, wie das Universum entstanden ist? Mit Teilchenbeschleunigern kannst du die Kräfte im Innersten der Materie erforschen. Kleiner, viel kleiner als ein Atom. Oder was den Kosmos auseinandertreibt. Oder möchtest du an der Zukunft arbeiten? An Lasern, an Hightech-Werkstoffen, an der Energieversorgung von morgen? Du kannst auch mit Plasmen hantieren, mit aufgebrochenen Atomen, Raumschiff-Triebwerke entwickeln. Oder mal ein paar Minuten echte Schwerelosigkeit erleben. Das können sonst nur Astronauten. Parabelflug. Das machen bei uns die Plasmatiker. Das haben die echt. Das ist cool. Naja, den Physikern wird immer ein gewisser Spieltrieb nachgesagt. Na, wir haben schon einiges an Spielzeug. Vakuumkammer, Teilchenbeschleuniger. Sehr, sehr viel Laser. Zwei Kryostaten. Mit denen kann man auf 1 Kelvin runterkühlen. Wir haben sehr viele große Experimente und groß kann riesengroß sein. Das können die großen Beschleunigeranlagen bei DESY oder bei der GSI sein. Das können Experimente im Weltraum sein. Also ich war auch einmal im Rheinraum. Das Lustige daran fand ich, ist, dass man sich diesen Anzug anziehen muss. Der Anzug ist stark, ja. Ja, und was für Hightech-Werkzeug benutzt die Theoretikerin? Ein PC. Mein PC. Wenn wir als Theoretiker Formeln aufschreiben, dann gibt es eine Ästhetik der Mathematik, die eine sehr große Rolle spielt bei diesen Dingen und die auch sehr befriedigend ist. Sie spüren es, wenn sie eine Formel aufschreiben, die richtig ist, weil die gleichzeitig sowas hat wie eine mathematische Schönheit. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass wenn ich etwas mit mathematischen Ausdrücken beschreibe, dass dann die Physik dahinter sich auch wirklich so verhält. Dass die Welt gehorcht. Ja, das muss man genau so sagen, dass die Welt gehorcht. Aber auch nicht immer. Und das sind die Fälle, wo es interessant wird. Und das sind die Fälle, wo die Theorie nachgebessert werden muss. Ja, wo die Forschung einsetzt. Damit Studierende sich bei uns wohlfühlen, tun wir natürlich eine ganze Menge. Also wir sind in der Physik auf jeden Fall eine große Gemeinschaft. Dadurch, dass wir nicht viele Studenten sind, aber wir einen extrem großen Fachbereich haben, also extrem viele Professoren. Man kennt schnell die Professoren kennen einen selbst und wir sprechen alle eine Sprache. Und unsere Türen sind natürlich auch immer offen, wenn jemand ein Problem hat. Wir arbeiten an Forschungsprojekten in China, in Japan, in den USA. Und als Student kommt man dann sehr schnell auch in diese internationale Atmosphäre und hat auch die Möglichkeit, an diesen Forschungsanlagen in aller Welt zu arbeiten und gewinnt so nicht nur Erfahrung in der Physik, sondern auch ein Stück Lebenserfahrung. Also grundsätzlich die ganze Thermodynamik-Zeug, das ist für mich immer noch Zauberei. Kühlschrank und sowas. Kühlschrank. Oder so ein Kreisel, das finde ich total faszinierend. Das ist spannend und hochgradig komplex.